Nicht nur wegen der Abkühlung ist in der Freiburger Franz-Siegel-Halle momentan wieder einiges auf dem Eis los. Die Wölfe vom EHC Freiburg stecken mitten in ihrer Saisonvorbereitung, wie hier beim ersten öffentlichen Training letztes Wochenende. Das war eigentlich heute das erste Mal, dass wir ein bisschen spielerisch was gemacht haben und jetzt auch zum Schluss gespielt haben. Man kann nur sagen, dass die Jungs alle sehr gut mitziehen und ich habe wirklich ein gutes Gefühl, dass wir eine Mannschaft sind. Zur neuen Saison bleiben einige bekannte Gesichter als Leistungsträger erhalten. Mit vielen Neuzugängen und den Abschieden von Topscorer Chris Billig oder auch Keeper Miroslav Hanuljak musste sich die Mannschaft trotzdem erst ein Stück weit wieder neu zusammenfinden. Ja, die Mannschaft macht einen fitten Eindruck, einen guten Eindruck. Die Geschwindigkeit ist jetzt schon recht hoch. Klar, Ziele vor der Saison auszugeben ist immer schwer. Wir schauen natürlich am besten von Spiel zu Spiel. Aber klar, wir wissen vom letzten Jahr, Playdowns macht keinen Spaß. Vor allem, wenn es dann wieder so ein Herzschlagfinale wird in Spiel 7. Das wollen wir uns ersparen. Als nächstes Highlight bereitet sich der EHC gerade auf sein Stadionfest am Samstagnachmittag vor. Viele Fans freuen sich schon auf das Testheim-Derby gegen die Schwenninger Wildwings. Bis zum ersten Ligaspiel am 14. September gilt es noch einige Weichen zu stellen. Doch der Anspruch ist hoch. Dass wir mit den Jungs auf jeden Fall erfolgreich sind, direkt losstarten, die Spiele gewinnen, die Punkte zusammenholen und gut dabei sind in der Tabelle. Playoffs auf jeden Fall erreichen, Pre-Playoffs von mir aus auf jeden Fall erfolgreich sein. Ja? Also siegen, die Fans gute Laune bringen und ja, das macht jedem Spaß, glaube ich. Also das ist das Ziel. Eine wichtige Neuerung für Fans und Spieler gibt es dann außerdem beim Spielmodus in der zweiten deutschen Eishockeyliga. Die erlaubt dann nämlich erstmals seit der Saison 2005 und 2006 auch wieder direkte sportliche Auf- und Abstiege. Ja, es ist super. Ich glaube, gerade die Fans, auch die warten schon seit Jahren drauf, weil es einfach Salz in der Suppe ist. Es gehört einfach auch zum Sport in Europa dazu, dass man die Chance hat, als Meister in der zweiten Liga in die höchste Liga aufzusteigen. Und ich denke, dass dadurch natürlich auch nochmal die Liga gerade auch für die Fans attraktiver wird. Und von dem her bin ich froh, dass man da jetzt endlich einen Kompromiss gefunden hat. Falls Sie sich vor dem Härtetest am Samstag gegen Schwenningen noch ein Bild vom neuen Kader des EHC Freiburg machen wollen, alle Spieler finden Sie in einem Video vom Mannschaftsshooting auf unserer Webseite baden.fm.